Ich weiß nicht, rief ich ohne Klang. Ich weiß ja nicht. Wenn niemand kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas Böses getan. Niemand hat mir etwas Böses getan. Niemand aber will mir helfen. Lauter niemand. Aber so ist es doch nicht. Nur, dass mir niemand hilft. Sonst wäre lauter niemand hübsch. Ich würde ganz gern, warum denn nicht, einen Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter niemand machen. Natürlich ins Gebirge, wohin denn sonst? Wie sich diese niemand aneinander drängen, diese vielen quergestreckten und eingehängten Arme, diese vielen Füße, durch winzige Schritte getrennt. Versteht sich, dass alle in Frack sind. Wir gehen so lala. Der Wind fährt durch die Lücken, die wir und unsere Gliedmaßen offen lassen. Die Hälse werden im Gebirge frei. Es ist ein Wunder, dass wir nicht singen. Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, die Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig auf mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was will ich dir für Hockgeld, wusste ich nicht. Meine gesammelten Werke. Schon ist ein Niemand ein Jemand. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir schon wieder so viele Stühle aus dem Off rausholen mussten, dass so viele Menschen gekommen sind. Das Thema heute Abend ist Verwandlungen. Wir haben viele Gedanken uns gemacht zu diesem Thema und
Man kann ja so viele Dinge verwandeln. Sie wissen selber, wir warten auf den Frühling. Wir warten endlich darauf, dass es wärmer wird, dass die Sonne scheint. Und im Frühling verwandelt sich ja am meisten, ne? Also die Raupe in den Schmetterling, das Ei in das Huhn. Vielleicht fallen Ihnen auch noch andere Sachen ein, die man dazu sagen kann. Auf jeden Fall war der erste Text, den Sie gehört haben, ein Text von Franz Kafka. Der Ausflug ins Gebirge ist in den kleinen Erzählungen, hat er 1903 geschrieben. Und das darauf folgende Lied hat sich eigentlich Laura Maria Hensel ausgesucht, die leider krank geworden ist. Und dann habe ich das ganz kurzfristig übernommen. Deswegen musste ich mal in meinen Text reingucken. Aber auch eine Verwandlung, von der man manchmal gar nicht weiß, dass man sich verwandeln muss. Und manchmal verwandelt sich auch ein Er in ein S. Und bei dieser Verwandlung wollen wir heute Abend beiwohnen. Und es ist noch ein Text von Franz Kafka, das haben Sie sicher schon sich gedacht, dass sowas sein müsste. Aber bevor das hier so losgeht, werde ich mal versuchen, dieses Tuch zu verwandeln. Ein rotes Tuch, nicht wahr? Gucken, ob das was wird. Ich habe keine Ahnung. Es könnte auch schief gehen. Es wird gelb. Mal sehen, ob noch mehr gelb kommt. Tatsache. Jetzt ist es gelb! Wir verwandeln ja eben nicht nur Dinge, sondern wir verwandeln auch Menschen. Und ich bitte Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf alles zu richten, was ich heute Abend verwandeln kann. Das ist eine ganze Menge. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bette zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch. Was ist mit mir geschehen? Dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergesse? Dachte er. Doch dies war gänzlich undurchführbar, denn er war es gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich in seinem gegenwärtigen Zustand aber nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Dieses frühzeitige Aufstehen, dachte er, war dann ganz blödsinnig. Der Mensch braucht seinen Schlaf, dachte er. Er sah hinüber zum Wecker, der auf dem Kasten tickte. Himmlischer Vater, dachte er. Es ist 6:30 Uhr. Es ist sogar halb vorüber, es ist sogar schon fast 3/4. Sollte der Wecker etwa nicht geläutet haben? Die Decke abzuwerfen war ganz einfach. Er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen.
Maske, war bitte sofort. Jemand von der Maske, war bitte sofort. Und schon bin ich wieder Schauspieler, Verwandlung. Die Decke ab, die Decke abzustreifen war ganz einfach. Er brauchte sich nur ein wenig aufzublasen und sich fiel von selbst. Weiterhin wurde es ein wenig spießig, besonders weil er ein wenig breit war. Er hätte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten. Aber er hatte nur diese kleinen, dünnen, vielen dünnen Beinchen, die er überdies nicht beherrschen konnte. Gut, zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett hinauszukommen. Es ging so langsam und als er schließlich mit gesammelter Kraft sich vorwärts stieß, hatte er die falsche Richtung gewählt. Schlug am unteren Bettpfosten heftig an und der Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, dass gerade der untere Teil seines Körpers augenblicklich vielleicht der empfindlichste war. Er versuchte es daher, zuerst den Oberkörper aus dem Bett zu bekommen und drehte den Kopf vorsichtig dem Bettrand zu. Als er den Kopf endlich außerhalb des Bettes frei in der Luft hielt, bekam er Angst, weiter auf diese Weise vorzurücken, denn wenn er sich schließlich so fallen ließ, müsste schon ein Wunder geschehen, wenn sein Kopf nicht verletzt werden sollte. Und die Besinnung durfte er jetzt auf gar keinen Fall verlieren. Gregor machte sich nun daran, seinen Körper... Was? Mit seiner ganzen Länge. Seinen Körper... mit seiner ganzen Länge aus dem Bett hinauszuschaukeln. Wenn er sich so aus dem Bett fallen ließ, blieb der Kopf voraussichtlich unverletzt. Ja. Als er schon halb aus dem Bett ragte, fiel ihm ein, wie einfach es wäre, wenn er jemanden um Hilfe rufen würde. Aber ganz abgesehen davon, dass die Türen versperrt waren, hätte er wirklich um Hilfe rufen sollen? Mehr infolge der Erregung dieser Frage als infolge eines richtigen Entschlusses schwang er sich mit aller Macht aus dem Bett. Ein lauter Schlag. Herr Samsa! Rief der Prokurist mit erhobener Stimme auf dem Flur vor Gregors Stimme. Zimmer. Was soll denn das? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, machen Ihren Eltern große Sorgen und versäumen Ihre geschäftlichen Pflichten in einer, naja, eigentlich unverhohlenen Weise. Ihre Leistungen in letzter Zeit waren sehr unbefriedigend. Aber Herr Prokurist, rief Gregor außer sich, ich mache ja sofort, augenblicklich auf. Nur ein leichtes Unwohlsein, ein Schwindelanfall haben mich verhindert, aufzustehen. Einen Augenblick Geduld. Das war eine Tierstimme, sagte der Prokurist auffallend leise gegenüber dem Schreien der Mutter. Gregor warf sich gegen die Tür, hielt sich an ihr aufrecht. Dann, was? Dann macht er sich daran, mit dem Mund den Schlüssel im Schloss umzudrehen. Es schien leider, dass er keine eigentlichen Zähne hatte, aber die Kiefer waren freilich sehr stark. Und mit ihrer Hilfe schaffte er es, den Schlüssel im Schloss zu bewegen. Der helle Klang des endlich aufschnappenden Schlosses erweckte Gregor förmlich. Aufatmend legte er den Kopf auf die Klinke, um die Türe gänzlich zu öffnen. Da hörte er schon den Prokuristen ein lautes Oh ausstoßen. Dann sah er ihn, wie er die Hand auf den offenen Mund drückte und langsam zurückwich, als vertreibe ihn eine unsichtbare Kraft. Der Vater ballte mit feindseligem Ausdruck die Faust, als wolle er Gregor in sein Zimmer zurückstoßen, sah sich im Wohnzimmer um und weinte, dass sich seine mächtige Brust schüttelte.
unser Jüngster im Ensemble, Johannes Kienast. Und Sie können immer mal gucken, wie der jetzt verwandelt wird. Von Nette von Nordheim. Und Steffi Petralczyk, der Chefmaskenbildnerin. So, jetzt habe ich die große Freude, einen Kollegen aus dem Opernensemble ankündigen zu dürfen, nämlich Andreas Jäpel. Das ist besonders schön, wir sind alle im Stress. Die Oper bereitet die Götterdämmerung vor, dann ist das Konzert, wir haben auch nächste Woche Premiere. Aber Andreas Jäpel hat sich bereit erklärt, mit Andreas Simon am Klavier etwas zum Thema Verwandlung beizutragen, was sozusagen den schönen Traum, den man auch haben kann, anbelangt. Bitte schön. Wenn ich einmal reich wär, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, alle Tage wär ich, bidibum, wär ich ein reicher Mann. Bräuchte nicht zur Arbeit, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, wär ich ein reicher, bidibum, diedel-dudel-dicke-dicke-Mann. Ich baut den Leuten hier ein Haus vor die Nase, hier in die Mitte unserer Stadt, mit festem Dach und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. Ja, so ein Haus, das wär mein ganzer Stolz. Mein Hof wär voll mit Hühnern, Enten und Gänsen und was das sonst noch kräht und schreit. Alles quakt und schnattert so laut es kann. Das wär ein Quack, Quack und Kikeriki. Das wär eigentlich hohl, weit und breit. Und jeder wüsst, hier wohnt ein reicher Mann. Wenn ich einmal reich wär, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, alle Tage wär ich bidibum, wär ich ein reicher Mann. Bräuchte nicht zur Arbeit, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, wär ich ein reicher bidibum, deidel-diedel-dicke-dudel-mann. Mein Weib stolz zieht herum, beladen mit Geschmeide und aufgedonnert wie ein Pfau. Sie zu sehen ist eine wahre Pracht. Die feinsten Delikatessen lässt sie sich servieren und spielt sich auf als gnädige Frau. Scheucht das Personal bei Tag und Nacht. Ich hätte Zeit und könnte endlich zum Beten oft in die Synagoge gehen. Ein Ehrenplatz dort wäre mein schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutieren wir die Bibel so lange, bis wir sie verstehen. Ach, davon träumte ich so lange schon. Wenn ich einmal reich wär, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, wäre ich ein reicher Bidibum-diddel-dicke-Mann. Bräuchte dich zur Arbeit, deidel-diedel-deidel-dicke-dicke-deidel-diedel-dumm, Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich heute zu den Löwen kam, wäre es wirklich gegen deinen Plan. Wenn ich wär ein reicher Mann. Ja.
hier das Herkunftswörterbuch und da habe ich mal nachgeguckt, was verwandeln, was hier zu dem Wort verwandeln steht. Und da steht zum Beispiel wiederholt wenden, das heißt hin und her gehen, sich winden ist der Ursprung. Und winden macht man ja mit einem Seil, nicht wahr? So. Ich habe jetzt hier so ein schönes Seil. Ich würde das gerne mal zerschneiden. Ich brauche da aber eine Hilfe, ja? Würde mir das mal jemand hier zerschneiden? So, hier. Danke. Mal gucken. Jetzt habe ich hier zwei so eine Teile. Aber ich finde das eigentlich nicht so schön. Deswegen knipper ich das jetzt wieder zusammen. So. Aber schön ist das jetzt nicht, ne? Deswegen schneide ich das jetzt einfach wieder auseinander. So. Und mach das hier einfach mal so durch. Jetzt habe ich zwei schöne Stücken. Gut. Also noch eins. Das ist verrückt. Eigentlich kann ich das wieder heile machen, aber irgendwie wollte es jetzt gerade nicht. Na gut, ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Im Theater gehört zur Verwandlung ja auch Hilfe von außen. Das heißt, unsere sehr geschätzten Kollegen vom Bühnenbild, von der Beleuchtung, vom Kostüm, von der Maske, da können Sie bei der Arbeit zusehen. Und ich freue mich, dass wir heute drei Kollegen eingeladen haben und die auch gekommen sind, nämlich Wolfgang John. Steffi Petracek kommt mal kurz vorbei, unsere Chefmaskenbildnerin. Und Johanna Dürrwald vom Kostüm. So, ich würde euch bitten, die Mikrofone zu nehmen. Macht das in dem Fall auch mal. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Saft auf dem Mikro. So, wie Sie sehen, das sind drei Generationen. Wolfgang John ist seit 1970 hier am Haus. Steffi Petralczyk seit 2002, ist richtig? Ja. Und Johanna Dürrwald ist unsere Jüngste. Die ist noch nicht so lange da. Sag mal selber, nehmt mal das Mikrofon bitte. Ich bin seit 2007 noch hier schon. Also 2007. Ihr habt Beispiele eurer Arbeit mitgebracht. Also Johanna hat das Kleid da mitgebracht. Wo gehört das hin? Das war aus der Welt aus dem Mo, auf dem Mond, in der Kammerbühne. Der Kostümbildner sitzt doch da drüben. Das passt ganz gut, dass er auch heute hier ist. Und das ist ein sehr schönes Modell, irgendwie ein schönes Barockkleid. Leider ist das mit der Puppe heute Abend nicht funktioniert. Deswegen muss es da leider so ein bisschen armselig auf dem Bügel vor sich hinhängen. Aber ich hoffe, es kommt trotzdem rüber. Hattest du direkt was mit dem Kostüm zu tun? Ja, ich war Kostümassistentin halt bei dem Stück. Also ich bin hier im Haus als Kostümassistentin angestellt und habe natürlich dadurch mit so ziemlich jeder Produktion hier irgendwie mit dem Kostüm zu tun. Mehr, mal weniger, genau. Ja. Steffi Petralczyk, als Chefmaskenbildnerin bist du ja auch sehr
dafür verantwortlich, dass wir verwandelt werden, wir Bühnenkünstler. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir, wenn wir ins Theater kommen, uns vorbereiten für die Vorstellung, dass unser erster Weg in die Maske ist. Und da sind wir sehr darauf angewiesen, dass ihr freundlich seid. Uns wie die rohen Eier behandelt. Ja, wir sind ja bestätigt. Ja, das seid ihr. Aber was eben auch zu spüren ist, dass ihr eure Arbeit mit Leidenschaft macht. Und ich würde so gern von dir mal hören, wie das bei dir ist. Also wo entflammst du für deine Arbeit und was macht dir Spaß an dieser Arbeit? Ja, also mir macht der Beruf einfach prinzipiell Spaß, einfach immer wieder was Neues zu machen und nie dieselben Dinge jeden Tag aufs Neue zu machen. Also Verwandlung, das ist das, was mir Spaß macht. Also auch mit den Schauspielern oder mit den Darstellern zu arbeiten und eine Figur zu entwickeln und meinen Anteil daran zu leisten. Wolltest du mal was anderes werden? Nee, ich hatte ehrlich gesagt nicht so richtig einen Plan davon, was ich werden will. Es hat sich alles irgendwie gefügt und so entwickelt und es war, glaube ich, auch gut so. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ja, ich habe eine ganz klassische Friseurausbildung gemacht, aber schon eben, weil ich wusste, dass ich Maskenbildner werden will und das damals der übliche Weg war. Also die ganz klassische Maskenbildnerausbildung war früher, dass man eben eine Friseurausbildung hat und danach sich ein Theater gesucht hat und dann eine dreijährige Ausbildung nochmal hinterher gemacht hat. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe am Theater Vorpommern angefangen, da anderthalb Jahre gearbeitet und bin danach nach Chemnitz ans Schauspielhaus gegangen. Habe da meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe nochmal 3 Jahre da gearbeitet und bin dann hierher gekommen als Schriftmaskenbildnerin. Ja, und hast auch noch nie bereut? Nee, ich habe es noch nie bereut. Das finde ich ganz großartig, das merkt man nämlich in der Arbeit. So, und Wolfgang John hat wahrscheinlich die meisten Wege genommen hier von uns Vieren und verschiedene Sachen gemacht. Und ich weiß, dass du auch ausbildest, genauso wie Steffi Petralczyk auch, Lehrlinge betreut in ihrer Abteilung. Und wen bildest du aus und was machst du da? Ich bin Lehrbeauftragter an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Wo ist das denn? In den Fachrichtungen Plastik, Maske und Kostümgestaltung. Mhm. Und das machst du auch schon lange, ne? Das mache ich jetzt über 16 Jahre. Wir sind, glaube ich, alle ziemlich traurig, weil du dann bald nicht mehr am Theater sein wirst. Und warum gehst du vom Theater weg? Weil ich das Alter erreicht habe. 42, 43 Jahre jetzt schon. Und dann werde ich mich auf die Schule konzentrieren. Das ist okay so. Das heißt, du setzt dich jetzt nicht in den Sessel und liest Bücher und trinkst Wein, sondern du arbeitest noch ein bisschen weiter. Ja. An der Schule möchte ich und werde ich weiterarbeiten. Das Tolle, wir haben neulich darüber gesprochen, das Tolle ist, dass Wolfgang John auch versucht, die Gewerke miteinander zu verquicken, was mitunter nicht so einfach ist, aber beschreib doch mal, wie das funktioniert. Theater ist sowieso Teamarbeit, das heißt, wenn nicht alle einwandfrei miteinander funktionieren, dann kommt da nichts raus bei, und das versuche ich an der Schule insofern, als dass ich in drei Fachrichtungen unterrichte. Ich versuche beispielsweise bei den Maskenbildnern mehr von der Plastik zu vermitteln, als sie eigentlich in ihrem Studium sonst vermittelt bekommen, oder den Plastikern klarzumachen, dass es auch Plastiken gibt, in die man reinkriechen können muss, und dass man die natürlich anders macht als Schnitzen oder dergleichen. Siehe die Rübe, die Moorrübe, nehmen wir an, Danton, da war der Seidel drin. Sowas kann ein immer mal wieder erfahren. Das ist schon ein skurriles Teil, aber ja, ich weiß nicht, was hier schon alles angekommen ist bei mir an Aufgaben. Ja, also ich bin auch schon in den Genuss deiner Arbeit gekommen. Das hier ist zum Beispiel aus dem König Lear, eine Krone. Und irgendwie ist das, die ist aus Leder, also die ist dann nicht so fest, und die kann man auch, hier ist so ein Gummi,
kann man das so ein bisschen größer und kleiner machen. Und da fühlt man sich dann doch schon richtig königlich, muss ich mal sagen. Ich fand diese Kronen, die ihr da gemacht habt und die du gemacht hast, sehr schön. Das ist auch eine sehr spezielle Aufgabe, die man, also wo man sich dann sicherlich auch mal Materialien und Wege, wie man das jetzt macht, überlegen muss. Was ist denn da, also mit welchen Materialien arbeitest du denn gern am liebsten? Je nachdem, was für eine Aufgabe gestellt wird. Ich habe mich auf Schaumstoff in Kostümplastiken eingeschossen über 30, 35 Jahre mache ich das jetzt schon, eine Spezialstrecke von mir. Und das hat sich durchaus bewährt, in der Praxis einzusetzen. Und ja, das unterrichte ich unter anderem auch dort in Dresden. Ja, ich würde gerne mal nochmal Johanna eine Frage stellen. Und zwar, machst du außerhalb deines Jobs auch was Künstlerisches? Ich lebe. Nein, aber es ist... Manchmal frisst die Arbeit schon eine ganze Menge von der Energie und von der Schaffungsfreude irgendwie so, die man so sonst an den Tag legt. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich irgendwie, also dass ich auch die Arbeit mich inspiriert zu Sachen, die ich dann zu Hause tue irgendwie oder im Zusammenhang mit anderen Dingen und ich mich dann da auch nochmal irgendwie austoben kann. Also das ist schon, ja, das tue ich schon. Ja. Da haben wir aber jetzt nichts erfahren, was du da hast. Das hängt ja auch immer davon ab. Also das ist natürlich auch irgendwie, es ist immer was anderes. Ich mache ganz gerne T-Shirts irgendwie so, also dass ich dann einfach irgendwelche billigen T-Shirts kaufe und da Sachen drauf nähe, drauf sticke, drauf klebe, drauf male. Irgendwie sowas irgendwie, ja, Sprüche, alles Mögliche. Also sowas ist irgendwie so, sowas mache ich ganz gerne. Okay. Oder halt sich... recht simple Sachen kaufen, die dann ein bisschen aufpeppen irgendwie so, das ist auch. Und wie soll denn das jetzt bei dir weitergehen? Wo ist eigentlich dein Ziel? Wo würdest du denn gern hinkommen? Das würde ich auch gerne wissen. Weißt du es noch nicht? Ja doch, also aber es ist schwankt, es ist tagesformabhängig. Also ich bin da relativ, ich bin relativ glücklich, so wie es jetzt ist irgendwie so. Und ich bin gespannt, was kommt und ich freue mich darauf, was kommt und was kommt, weiß ich noch nicht. Und das ist auch eigentlich gerade, finde ich, ganz schön so. So ein bisschen. Ja. Okay. Und Steffi, die Arbeit, die du jetzt mit Nette zusammen machst, also den Johannes zu verwandeln, was macht ihr denn jetzt mit dem da überhaupt? Ja, also... Ja, es ist ein bisschen Improvisation. Also wir wissen ehrlich gesagt auch noch nicht so genau, wo es hingeht. Also deine Aufgabe war ja, hier die Verhandlung von Kafka ihn zum Mistkäfer zu machen. ja, es wird natürlich jetzt nicht der klassische Mistkäfer werden, sondern es wird so eine... Eine kreative Kreatur. Ja. Okay, wir sind auch alle sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt bei euch dreien für das kleine Gespräch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wenn der Johannes in der Lage ist. Johannes, bist du schon in der Lage, jetzt weiterzumachen? So, jetzt kommt was vom Band. Ja, kommt was vom Band. Aber ob du auch ein bisschen mitmachst? Ja. Wir werden das sehen. Okay, wir werden sehen, was jetzt passiert. Erst in der Abenddämmerung erwachte Gregor aus einem schweren, ohnmachtsähnlichen Schlaf. Langsam schob er sich zur Türe hin, um nachzusehen, was dort geschehen war. Seine linke Seite schien eine einzige, lange, unangenehm spannende Narbe und er musste auf seinen zwei Beinreihen regelrecht hinken,
Ein Beinchen war übrigens im Laufe der vormittägigen Vorfälle schwer verletzt worden und schleppte leblos nach. Erst bei der Tür merkte er, was ihn dorthin eigentlich gelockt hatte. Es war der Geruch von etwas Essbarem gewesen. Denn dort stand ein Napf mit süßer Milch gefüllt, in der kleine Schnitten von Weißbrot schwammen. Fast hätte er vor Freude gelacht und gleich tauchte er seinen Kopf fast bis über die Augen in die Milch hinein. Aber bald zog er ihn enttäuscht wieder zurück. Nicht nur, dass ihm das Essen wegen seiner heiklen linken Seite Schwierigkeiten machte und er konnte nur essen, wenn der ganze Körper schnaufend mitarbeitete. So schmeckte ihm überdies die Milch, die sonst sein Lieblingsgetränk war und die ihm gewiss die Schwester deshalb hereingestellt hatte, gar nicht. Ja, er wandte sich fast mit Widerwillen von dem Napf ab und kroch in die Zimmermitte zurück. Die Schwester bemerkte sofort mit Verwunderung den noch vollen Napf, aus dem nur ein bisschen Milch ringsherum verschüttet war. Sie hob ihn gleich auf, zwar nicht mit bloßen Händen, sondern mit einem Fetzen, und trug ihn hinaus. Gregor war äußerst neugierig, was sie zum Ersatze bringen würde. Sie brachte ihm eine ganze Auswahl, alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da war altes, halb verfaultes Gemüse, Knochen vom Nachtmahl her, die von festgeworfener weißer Soße umgeben waren, ein paar Rosinen und Mandeln, ein Käse, den Gregor vor 2 Tagen für ungenießbar erklärt hatte, ein trockenes Brot, ein mit Butter geschmiertes und gesalzenes Brot. Gregors Beinchen schwirrten, als es jetzt zum Essen ging. Er saugte schon gierig an dem Käse, zu dem es ihn vor allen anderen Speisen sofort und nachdrücklich gezogen hatte. Rasch hintereinander und mit vor Befriedigung tränenden Augen verzehrte er den Käse, das Gemüse und die Soße. Die frischen Speisen dagegen schmeckten ihm nicht. Er konnte nicht einmal ihren Geruch vertragen und schleppte sogar die Sachen, die er essen wollte, ein Stückchen weiter weg. Er war schon längst mit allem fertig und lag nun faul auf der Seite, als die Schwester zum Zeichen, dass er sich zurückziehen solle, langsam den Schlüssel umdrehte. Das schreckte ihn sofort auf, trotzdem er schon fast schlummerte, und er eilte unter das Kanapee. Er sah zu, wie die Schwester mit einem Besen nicht nur die Überbleibsel zusammenkehrte, sondern selbst die von Gregor gar nicht berührten Speisen, als seien also auch diese nicht mehr zu gebrauchen, und wie sie alles hastig in einen Kübel schüttete, den sie mit einem Holzdeckel schloss, woraufhin sie alles hinaustrug. Kaum hatte sie sich umgedreht, zog sich Gregor unter dem Kanapee hervor und streckte und blähte sich. Weiter. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal Andreas Jäppel und Andreas Simon am Klavier mit einem wunderschönen Lied von der Tambour, mit einem Text von Eduard Mörike und einer Musik von Hugo Wolf. Hexen könnt, dann müsst sie mit dem Regiment nach Frankreich überall mit hin und wär die Marketenderin. Im Lager wohl um Mitternacht, wenn niemand auf ist als die Wacht und alles schnarchet, Ross und der Trommel säß ich dann. Die Trommel müß eine Schüsse sein, ein warmes Sauerkraut da rein, die Schläge, Messer und Gabel, eine lange Wurst der Sabel. Mein Tschakko wär ein Humpengut, den füll ich mit Burgunderblut. Weil es mir an Lichte fehlt.
weiter Spaß sein. Wenn nur meine Mutter hexen könnt, kommt nochmal Johannes Kinast vom Band und wir werden versuchen, das musikalisch zu gestalten, zu begleiten. Während des Tages wollte Gregor schon aus Rücksicht auf seine Eltern sich nicht beim Fenster zeigen. Kriechen konnte er aber auf den paar Quadratmetern des Fußbodens auch nicht viel. Das ruhige Liegen ertrug er schon während der Nacht schwer. Das Essen machte ihm bald nicht mehr das geringste Vergnügen. Und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hing er gern. Es war ganz anders als das Liegen auf dem Fußboden. Man atmete freier. Ein leichtes Schwingen ging durch den Körper. Und in der fast glücklichen Zerstreutheit, in der sich Gregor dort oben befand, konnte es geschehen, dass er zu seiner eigenen Überraschung sich losließ und auf den Boden klatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher und beschädigte sich selbst bei einem so großen Falle nicht. Die Schwester nun bemerkte sofort die neue Unterhaltung, die Gregor für sich gefunden hatte. Er hinterließ ja auch beim Kriechen hier und da Spuren seines Klebstoffes. Und da setzte sie es sich in den Kopf, Gregor das Kriechen in größtem Ausmaße zu ermöglichen und die Möbel, die es verhinderten, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch, wegzuschaffen. Trotzdem sich Gregor immer wieder sagte, dass ja nichts Außergewöhnliches geschehe, sondern nur ein paar Möbel umgestellt würden, wirkte doch, wie er sich bald eingestehen musste, dieses hin- und hergehende Frauen, ihre kleinen Zurufe, das Kratzen der Möbel auf den Boden, wie ein großer, von allen Seiten genährter Trubel auf ihn. Und er musste sich unweigerlich sagen, dass er das Ganze nicht lange aushalten werde. Sie räumten ihm sein Zimmer aus, nahmen ihm alles, was ihm lieb war. Und so brach er denn hervor, wechselte viermal die Richtung des Laufes. Er wusste wirklich nicht, was er zuerst retten sollte. Da sah er an der Wand auffallend das Bild einer in lauter Pelzwerk gekleideten Dame hängen, kroch eilends hinauf und presste sich an das Glas. Dieses Bild wenigstens, das Gregor jetzt ganz verdeckte, würde nun gewiss niemand wegnehmen. Er verdrehte den Kopf nach der Tür des Wohnzimmers, um die Frauen bei ihrer Rückkehr zu beobachten. Sie hatten sich nicht viel Ruhe gegönnt. Grete hatte den Arm um die Mutter gelegt und trug sie fast. »Also, was nehmen wir jetzt?« sagte Grete und sah sich um. Da kreuzten sich ihre Blicke mit denen Gregors an der Wand. »Komm, wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick noch ins Wohnzimmer zurückgehen?« Die Absicht Gretes war für Gregor klar. Sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja immerhin versuchen. Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen. Aber Gretes Worte hatten die Mutter erst recht beunruhigt. Sie trat zur Seite, erblickte den riesigen braunen Fleck auf der geblümten Tapete, rief, ehe ihr eigentlich zum Bewusstsein kam, dass das Gregor war, was sie sah, mit schreiender, rauer Stimme, »Ach Gott! Ach Gott!« und fiel mit ausgebreiteten Armen über das Kanapee hin und rührte sich nicht. »Du, Gregor«, rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. Es waren seit der Verwandlung die ersten Worte, die sie unmittelbar an ihn gerichtet hatte. Sie lief ins Nebenzimmer, um irgendeine Essenz zu holen, mit der sie die Mutter aus ihrer Ohnmacht wecken könnte. Gregor wollte auch helfen. Er lief auch ins Nebenzimmer, als könne er der Schwester irgendeinen Rat geben, wie in früherer Zeit, musste dann aber untätig hinter ihr stehen. Während sie in verschiedenen Fläschchen kramte, erschreckte sie noch, als sie sich umdrehte. Eine Flasche fiel auf den Boden und zerbrach. Ein Splitter verletzte Gregor im Gesicht. Irgendeine ätzende Medizin umfloss ihn.
Grete nahm nun so viel Fläschchen, als sie nur halten konnte, und rannte mit ihnen zur Mutter hinein. Die Tür schlug sie mit dem Fuße zu. Gregor war nun von der Mutter abgeschlossen, die durch seine Schuld vielleicht dem Tod nah war. Er hatte jetzt nichts zu tun, als zu warten. Und von Selbstvorwürfen und Besorgnis bedrängt, begann er zu kriechen, überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fiel endlich in seiner Verzweiflung, als das ganze Zimmer schon um ihn zu drehen anfing, mitten auf den großen Tisch. Es verging eine kleine Weile. Gregor lag matt da. Ringsherum war es still. Vielleicht war das ein gutes Zeichen. Da läutete es. Der Vater war gekommen. »Was ist geschehen?« waren seine ersten Worte. Grete antwortete mit dumpfer Stimme: »Gregor ist ausgebrochen.« »Ah!« rief der Vater in einem Tone, als er gleichzeitig wütend und froh. Gregor zog den Kopf von der Tür zurück und hob ihn gegen den Vater. So hatte er sich den Vater wirklich nicht vorgestellt, wie er jetzt dastand. Er warf seine Mütze über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapee hin und ging, die Enden seines langen Uniformrockes zurückgeschlagen, die Hände in den Hosentaschen, mit verbissenem Gesicht auf Gregor zu. Er wusste wohl selbst nicht, was er vorhatte. Immerhin hob er die Füße ungewöhnlich hoch, und Gregor staunte über die Riesengröße seiner Stiefelsohlen. Und so lief er vor dem Vater her, stockte, wenn der Vater stehen blieb, und eilte schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur rührte. So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne dass sich etwas Entscheidendes ereignete, ja, ohne dass das Ganze infolge seines langsamen Tempos den Anschein einer Verfolgung gehabt hätte. Als er nun so dahintrockelte, um alle Kräfte für den Lauf zu sammeln, kaum die Augen offen hielt, flog knapp neben ihm, leicht geschleudert, irgendetwas nieder und rollte vor ihm her. Es war ein Apfel. Gleich flog ihm ein zweiter nach. Gregor blieb vor Schrecken stehen. Ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Er warf, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein. Gregor wollte sich weiterschleppen, als könnte der überraschende, unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen. Doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. Nur mit dem letzten Blick sah er noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wurde und die Mutter auf den Vater zulief und die Hände an des Vaters Hinterkopf um Schonung von Gregors Leben bat. Konnten Sie dem Text noch folgen? Das ist schön. Wie weit ist es? Dann komm mal. Möchtest du ein Mikrofon? Ja. Gregor aß nun fast gar nichts mehr. Zuerst dachte er, es sei die Trauer über den Zustand seines Zimmers, die ihn vom Essen abhalte. Man hatte sich angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen. Und solcher Dinge gab es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hatte. Einmal aber wurde die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen gelassen. Die Zimmerherren hatten schon ihr Nachtmahl beendet und nun lasen sie zurückgelehnt und rauchten. Gregor hatte sich ein wenig weiter vorgewagt und war schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. Er wunderte sich kaum darüber, dass er in letzter Zeit so wenig Rücksicht auf die anderen nahm. Und dabei hätte er gerade jetzt mehr Grund gehabt, sich zu verstecken, denn infolge des Staubes, der in seinem Zimmer überall lag und bei der kleinsten Bewegung umherflog, war auch er ganz staubbedeckt. Fäden, Haare, Speiseüberreste schleppte er auf seinem Rücken und an den Seiten mit sich herum. Und trotz dieses Zustandes hatte er keine Scheu, ein Stück auf den makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzurücken. Die Schwester spielte Violine. So schön. Ihr Gesicht war zur Seite geneigt, prüfend, und traurig folgten ihre Blicke den Notenzeilen. Gregor kroch noch ein Stück vorwärts. War er ein Tier, das in Musik so ergriff?
Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte ihr das Spiel so, wie er es lohnen wollte. Herr Samsa! Rief der mittlere Herr dem Vater zu und zeigte mit dem Zeigefinger auf dem langsam sich vorwärts bewegenden Gregor, die Violine verstummte. Der Vater eilte zu den Herren und suchte sie mit ausgebreiteten Armen in ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper ihnen den Ausblick auf Gregor zu nehmen. »Ich erkläre hiermit«, sagte der eine Zimmerherr, »dass ich mit Rücksicht auf die in dieser Wohnung und Familie herrschenden widerlichen Verhältnisse mein Zimmer augenblicklich kündige. Ich werde natürlich auch für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das Geringste bezahlen.« Tatsächlich fielen sofort seine zwei Freunde mit den Worten ein, »Auch wir kündigen augenblicklich!« Darauf fasste er die Türklinke und schloss mit einem Krach die Tür. »Weg muss es!« rief die Schwester. »Das ist das einzige Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken loszuwerden versuchen, dass es Gregor ist. Dass wir es so lange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn Gregor sein, wenn es Gregor wäre? Er hätte längst eingesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen. Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgendjemanden und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen.« Er hatte angefangen, sich umzudrehen, um in sein Zimmer zurückzuwandern. Und das nahm sich allerdings auffallend aus, da er infolge seines Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopfe nachhelfen musste, den er hierbei viele Male hob und gegen den Boden schlug. Er konnte das Schnaufen der Anstrengung nicht unterdrücken und musste auch hier und da ausruhen. Erst als er schon in der Tür war, wendete er den Kopf. Immerhin sah er noch, dass sich hinter ihm nichts verändert hatte. Nur die Schwester war aufgestanden. Sein letzter Blick streifte die Mutter. Kaum war er innerhalb seines Zimmers, wurde die Tür eiligst zugedrückt, festgeriegelt und versperrt. Über den plötzlichen Lärm hinter sich erschrak Gregor so, dass ihm die Beinchen einknickten. Es war die Schwester, die sich so beeilt hatte. »Endlich!« rief sie den Eltern zu, während sie den Schlüssel im Schloss umdrehte. »Jetzt?« fragte sich Gregor und sah sich im Dunkeln um. Er machte bald die Entdeckung, dass er sich nun überhaupt nicht mehr rühren konnte. Im Übrigen fühlte er sich verhältnismäßig behaglich. Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und würden schließlich ganz vergehen. Den verfaulten Apfel in seinem Rücken und die entzündete Umgebung, die ganz von weichem Staub bedeckt waren, spürte er schon kaum. Seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draußen vor dem Fenster erlebte er noch. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach hervor. Nicht. Ich glaube, man müsste jetzt noch so ein fröhliches Lied singen, aber irgendwie geht das jetzt gerade nicht. Das ja, deshalb würde ich sagen, wir sind fertig mit unserem Nachtaktiv für heute. Das ist uns ein bisschen gruseliger, ein bisschen ernster geraten, als wir das schon hatten. Aber sowas kommt vor, würde ich sagen. Und ich möchte Ihnen gerne nochmal die Leute vorstellen, die heute an dem Nachtaktiv beteiligt waren. Das ist an den Seiten der Herr hier unten. Hans Petit. Und Johannes Inast. Johanna Dürrewald. Steffi Kralczyk. Mette von Nordheim. Wolfgang John und unser Bariton Andreas Jäkel und sein Pianist Andreas Simon. An den Reglern unser eigentlicher Souffleur, das ist Jörg Trost. Mit der Dramaturgie hat uns Sophia Lungwitz auch geholfen.
jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, dass im März kein Nachtaktiv stattfindet, weil es ist Karfreitag und ein paar oder die meisten von uns dürfen mal zu Hause bleiben oder mal ein bisschen frei machen und es ist keiner im Haus, der ein Nachtaktiv gestalten könnte. Aber das nächste Nachtaktiv, das findet statt am 26.04. Da ist das Thema schräge Vögel und unsere Dramaturgin Bettina Janssen wird das gestalten. Ich hoffe, Sie kommen wieder so zahlreich und kann jetzt nur sagen, Sie können sich gerne noch was zu trinken holen. Sie können gerne noch ein bisschen bleiben, Sie können gerne noch ein bisschen schwatzen und ich bedanke mich.